Moin moin, liebe Dutch Oven Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir haben den Dutch Oven wieder heute am Start und wir machen heute einen Rouladeneintopf. Rouladen, ein mega Gericht, was aber auch megamäßig viel Arbeit macht. Und manch einer sagt, ah, ich würde gerne mal wieder Rouladen essen, habe aber eigentlich überhaupt keine Lust, die ganze Arbeit zu machen. Und wir machen heute einen Rouladeneintopf. Das heißt, es schmeckt am Ende genauso, es ist aber viel, viel einfacher zubereitet. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, für unseren Rouladeneintopf haben wir einige Zutaten hier stehen. Als allererstes haben wir einen relativ großen Dutch Oven. Ich habe mich für den 8 Liter Dutch Oven von der Firma Valhall Outdoor entschieden. Dazu natürlich wieder ein Holzwerkzeug, damit wir den nicht zerkratzen. Wir fangen einfach mal hier an. Ich habe hier einen kleinen Topf Senf. Hier hinten geht es weiter mit einem Rotwein. Das muss nicht zwingend ein Südhang sein. Dieser hier vom Preis war auch eher ein Nordhang. Der war nicht so teuer. Dann haben wir hier einen Liter Brühe, ein bisschen Öl zum Anbraten. Wir haben einen Rinderfond, Pfeffer und Salz, Kochsahne. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das nachlesen. Ich habe hier Kartoffeln, ich habe Drillinge genommen. Die habe ich nochmal durchgeschnitten. Wenn sie etwas größer waren, haben wir sie geviertelt. Dann habe ich Bacon da, Gurken. Hier habe ich 2 Kilo wundervolle Rouladen, 1 Kilo Zwiebeln, Champignons, Knoblauch, Tomatenmark. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alles. Dann können wir gleich loslegen. So, erstmal anständig Kohlen nach unten. Wir brauchen jetzt viel Hitze, denn wir werden jetzt die Rouladen einmal kurz anbraten. Vorher aber werden wir die Rouladen einmal von der oberen Seite salzen und pfeffern. Und ein bisschen einsenfen. So, und jetzt geht die Roulade so in den Dutch Oven und wird von der unteren Seite, wo nichts drauf ist, einmal ganz kurz scharf angebraten. Und dann kommt sie wieder raus und das gleiche machen wir mit allen anderen auch. Ja, kleinen Moment noch, ich will sie nicht gleich ganz durchgaren oder durchbraten. Aber so soll es mir tatsächlich schon reichen. Die kommt raus und die nächste kommt rein. Ja, die so aussehen hier, dann ist das ausreichend. Und die nächste bitte. Das klappt. So sehen unsere Rouladen jetzt aus. Oh, die duften schon megamäßig cool. Gut, und jetzt schneiden wir die Rouladen in, sage mal, mundgerechte Stücke. Denn die sollen ja nachher als Fleisch in den Eintopf und werden nicht, wie sonst üblich, gerollt. Ja. So, ja, diese Größe haben die. Die schneiden wir jetzt alle klein und dann sehen wir uns am Dutch Oven wieder. Von dem nehmen wir gleich ein paar Kohlen runter, denn momentan haben wir da alle drauf und wir brauchen nicht alle. Wir machen gleich die Zwiebeln oder wir braten gleich die Zwiebeln an und da müssen wir ein bisschen weniger Hitze haben. So, und die nächsten. So, wir sind wieder am Dutch Oven, es geht weiter. Jetzt kommt erstmal ein ordentlicher Schwung Olivenöl rein. Ist etwa die Hälfte der Kohlen unten rausgenommen. Wir geben jetzt die Zwiebeln rein. Die halten wir mal schön in Bewegung, dass sie uns nicht verbrennen. So, die Zwiebeln brauchen noch ein bisschen. Das macht aber gar nichts. Jetzt kommen die Champignons schon mit dazu. Die sollen nämlich gleich noch ein bisschen Wasser lassen. So, auch das halten wir mal schön in Bewegung. Und wenn ihr der Meinung seid, dass zu wenig Öl drin ist, dann kippt ihr einfach noch ein bisschen Öl nach. Da könnt ihr selbstständig lösungsorientiert denken.
Also schön geschmorte Zwiebeln. Ah, das riecht schon genial. So, die Zwiebeln sind schon glasig geworden. Ein bisschen brauchen sie noch. Zeit für unseren Knoblauch. Der kommt mit rein. Und der wird noch ein klein bisschen mit angebraten. Ja, so soll es mir erstmal genügen. Ich mache ein kleines Loch in der Mitte und gebe Tomatenmark hinein. Ich sag mal so zwei bis drei Esslöffel. Das müsste genügen. Eine knappe halbe Packung ist das jetzt etwa gewesen oder Tube. Das rüsten wir noch mit an. So, und weiter geht's. Das hat jetzt auch noch mal so ein, zwei Minuten geköchelt mit dem Tomatenmark. Jetzt kommt der Bacon rein. Den Bacon habe ich mit Absicht nicht am Anfang gleich reingetan, weil ich will den eigentlich nicht komplett anbrutzeln. Der soll eher so, ja, unangebrutzelt nachher in dem Rouladeneintopf schwimmen. Das gefällt mir besser, denn in den Rouladen original ist er ja auch nicht angebraten. So, abgelöscht wird das Ganze jetzt mit Rotwein. Dann nehmen wir erstmal etwa die halbe Flasche. Nordhang, lecker. Ja, der Wein ist ordentlich am Kochen. Wir hätten tatsächlich jetzt ein klein bisschen mehr Hitze haben können. Gut. Und es kommt nochmal ein Schluck rein, sodass wir in etwa, sage ich mal, ja, bei einem halben Liter Rotwein sind, der in unseren Rouladeneintopf kommt. Während wir jetzt auch den wieder aufkochen lassen, können schon mal die Gurken mit dazu. Die haben wir ja auch noch. Ja, und ich habe euch versprochen, wir machen ein einfaches Gericht, was schneller geht als handelsübliche Rouladen. Von daher kommt jetzt zum einen nochmal eine Prise Pfeffer ran. Mit Salz sind wir nochmal vorsichtig, weil ja auch die Brühe gleich noch Salz enthält und auch der Bacon, das schmecken wir dann final ab. Und bis auf die Kartoffeln kommen jetzt alle anderen Zutaten rein. Das ist übrigens ein Kelly Cherry Pfeffer. Das Salz, was wir vorhin genommen haben, das war ein persisches Blausalz. Und wenn ihr jetzt sagt, das Salz war gar nicht blau, dann kann ich euch nur sagen, das habe ich auch gedacht. Dann kommt das Fleisch rein. Oh, das sieht so genial aus. Und ihr seht schon, das wird ein richtiger Eintopf und keine Suppe. Oh, genial. So, an flüssigen Komponenten kommt noch dazu einmal der Rinderfond. Dann haben wir die Kochsahne. Und ein Liter Rinderbrühe. Das haben wir super abgemessen. Der hätte nicht viel kleiner sein dürfen. Ja, einmal umrühren alles. Kommt der Deckel drauf und dann haben wir 2 Stunden lang Ruhe. So lange lassen wir den Rouladentopf hier drauf und dann kommen die Kartoffeln dazu, wenn sie noch in den Topf passen. Also insgesamt werden wir so sicherlich 2,5 bis 3 Stunden Kochzeit jetzt haben. Aber in der Zeit können wir was anderes machen, dann müssen wir uns hier nicht drum kümmern. Das sieht schon mal gut aus. Drauf und gute Reise. Ja, 2 Stunden haben wir jetzt erfolgreich nichts getan. So schaut es jetzt aus. Oh. Ja. Ich schmeck's mal ab. Denn wenn noch was zu verändern ist, ist jetzt eine gute Möglichkeit dafür. Oh, lecker. Also, schmeckt richtig gut. Bisschen Salz und Pfeffer kommt noch ran. Und ein bisschen Senf gebe ich noch dazu. Das wollte ich eigentlich vorhin machen, das habe ich vergessen. Aber ich denke mal so,
zwei Teelöffel Senf nochmal mit in die Soße rein. Und noch was von dem persischen Blausalz, was nicht blau ist. Eine Portion Pfeffer noch dazu. Und natürlich die Kartoffeln. So, die werden untergerührt. Zwischenzeitlich hatten wir einmal neue Kohlen dazu gegeben. Ich hoffe aber, dass wir jetzt mit den restlichen Kohlen auskommen. Ich denke mal, halbe Stündchen, da sollten die Kartoffeln durch sein. Und dann werden wir essen können. Deckel wieder drauf und noch ein halbes Stündchen warten. Ja, eine weitere Dreiviertelstunde ist um. Die Kartoffeln sind durch und unser Rouladeneintopf ist fertig. Also optisch kriegt das Ding schon mal eine glatte 1. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden. Aber jetzt wird probiert. Ja, dann füllen wir uns mal was auf. Ja, das sieht doch gut aus hier. Aber eins will ich euch eben mal zeigen. Mal rein hier. Das Fleisch, das können wir so, oh, heiß ist. Aber das zerfällt. So zart und, oh, und mega lecker. So, jetzt aber mal. Oh, heiß. Oh, ist das geil. Ist das geil. Also, es schmeckt nach Roulade. Absolut. Klar, was soll auch anders schmecken? Ist ja genau das drin, was sonst in einer Roulade auch drin ist. Cool. Also, ich bin echt begeistert. Super lecker. Eins ist natürlich auch klar. Richtige Rouladen auf dem Sonntag kann das vielleicht nur schwer ersetzen. Hat es aber auch echt einen harten Endgegner. Aber so als Partygericht, und genau da stufe ich das Gericht auch ein, als Partygericht, mega. Könnt ihr absolut euren Gästen anbieten. Ist vielleicht mal was anderes. Kann ich euch nur empfehlen, das mal so nachzumachen. Hat halt nicht so viel Arbeit wie richtige Rouladen und ja, taugt richtig was. Ja, wir sind am Ende mit unserem Video. Schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Noch viel besser, als ich gedacht habe.